Willkommen zur neuen Folge der Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir erkunden weiter die Sorbo-Ebene und alles, was dazugehört. Da sehe ich doch schon einen Krok. Verdammt, ich habe schon wieder keine Pfeile. Als ob. Ich weiß auch nicht. Ich kaufe mir welche, ja, und zwei Parts später sind sie leer. Wie kommt das? Für was verbrauche ich die eigentlich die ganze Zeit? Okay, wir hatten einen Leunen-Battle. Da gehen schon ein paar drauf. Das stimmt. Ist das ein Steinkreis? Nee, doch nicht. Das sind nur diese kleinen Golems. Ja, aber dennoch, meine Güte. Also, in keinem anderen Zelda verbraucht man so viele Pfeile wie diesen. Ist echt brutal, ne? Naja, was soll's. Müssen wir eben ohne klarkommen. Übrigens, als kleinen Tipp habe ich von euch mal gelesen, dass es... Moment, ist das eine neue Art Wolf? Dass es relativ einfach ist, auf dem... Nee. Auf dem Weg zu den Soras Pfeile zu farmen, weil die ganzen Exalfosse dort sollen wohl sehr, sehr häufig Fünferpfeile droppen. Ja, wenn das stimmt, dann... Lohnt es sich auf jeden Fall, die alle abzuschlachten. Und die Monsterteile kann man ja auch noch gebrauchen. Von daher. So, jetzt geht's langsam diesen Juglano-Berg hinauf. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da mit Epona lang kann. Auf der anderen Seite wird's eisig. Da wollen wir noch nicht lang. Ah, aber hier wollen wir hin. Was ist das denn? Riecht doch auch nach Krok. Moment, Speichervorgang. Nie ein gutes Zeichen. Ist das ein Jäger? Bestimmt. Entschuldigung, weißt du vielleicht, wie man in die Gerudo-Wüste kommt? Lüka. Schade, ich weiß nur die ungefähre Richtung. Südwesten. Wenn mein Orientierungssinn nur so gut wäre wie mein Gedächtnis für Gesichter. Du bist doch Link, oder? Jetzt ist es aus mit dir. Das glaubst auch nicht, du. Ich mach dich alle. Mit dieser schönen Bestienlanze, die ich von einem Jäger habe. So, und das war's schon. Von einem Jäger? Von einem Leunen. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich vertan. Von einem Leunen natürlich. Den Kopfsammler. Den bekommen wir von einem Jäger. Und ich brauche ihn nicht. Nee. Diese vermaledeiten Jäger sind wirklich überhaupt keine Herausforderung mehr. Aber es soll auch stärkere Versionen geben. So wie den, den wir mal bei einer Sidequest besiegt hatten. Also abwarten. Das Kapitel Jäger ist noch lange nicht vorbei. Ja, mal schauen. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ansonsten würde ich nämlich zum roten Licht reiten. Das führt mich zu einer Insel, die ich mir natürlich auch noch anschauen möchte. Bevor wir den Juglano-Berg hinaufsteigen. Da vorne ist ein einzelner Baum. Vielleicht gucke ich mir den noch ganz kurz an. Ist ja auch mehr als auffällig. Und schon wieder ein Speichervorgang. Nee, in dem Fall ist es... Autsch! Einfach nur ein Apfelbaum. Also nichts Besonderes leider. Warte. Was ist das für eine Pflanze? Ach, Chili. Verdammt, ich dachte, das wäre irgendwas Neues. Naja, dann nicht. Komm, Epona, schnell weg hier. Ich muss sagen, diese Riesenlanze ist echt richtig geil. Und dabei ist es nicht mal die stärkste Version, ne? Echt heftig. Ich reite jetzt nochmal zu dieser anderen Ruine dort, die ich noch erspäht habe, da hinten. Und wenn da nichts ist, geht's auf zum roten Licht. Sieht mir aber auch nur nach so einem einzelnen kaputten Gebäude aus. Oh, ein Holzpfeil, danke. Jetzt, wo ich so knapp bei Kasse bin, was das angeht, freue ich mich auch über einen einzelnen. Oh, Epona. Jetzt steckt sie da fest. Komm. Oh, voll mit dem Arschtritt, hey. Aber wenn du willst, passt du da ja doch durch. Moment, da ist ja doch eine Ruine.
Habe ich auch noch nicht begutachtet. Oh shit, und ein Stahlhinox. Voll random. Ja, super, aber der erwacht ja nur bei Nacht. Ich kann ihn jetzt also nicht bekämpfen. Höchstens markieren kann ich ihn. Am besten erstmal mit einer Schatztruhe, damit ich weiß, dass ich den noch nicht gekillt habe, ja. Wir kommen am besten wieder, wenn es Nacht ist. Muss ich schauen, wie ich das jetzt löse. Da haben wir noch einen Holzpfeil. Sogar zwei. Und ansonsten nur Trash. Ja, okay. Dann, glaube ich, war es das jetzt, oder? Gibt's noch eine Ruine? Die maximal. Aber dann gehe ich zum roten Licht. Ach nein, da waren wir schon. Da haben wir diesen Krog mit Hilfe von Epona gekriegt. Richtig. Einen dieser ganz schwierigen. Gut, das blaue Licht kann weg. So, und dann reiten wir mal darüber. Epona sei Dank. Ohne sie würde es echt eine halbe Ewigkeit dauern, diese Ebene zu erkunden. Also gerade für sowas ist Epona echt Gold wert. Für den Berg nehme ich mir vielleicht Wolflink. Da habe ich auch gelesen, den soll ich mal wieder zurückholen. Wünschen sich einige. Ja, kann ich machen. Wenn sie es anbietet halt. Die Ruine da sollte ich schon kennen. Ah, hier sind halt so viele Ruinen, da weißt du nicht, wo du schon warst und wo noch nicht, ne? Hier haben wir den Leunen gekillt. Das war ein Spaß. Da um die Ecke ist auch noch ein Krog, den ich vergessen habe. Komm, den holen wir schnell. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Sehr schön. Habe ich mir markiert. Durch die Kommentare erfahren. Ein wenig weiter hinten in der Nähe des Schlosses ist auch noch mal einer, aber ich weiß jetzt nicht, ob der so weit weg ist. Oder ob ich das auch gleich hiermit verbinden kann. Jedenfalls hier an der Stelle, jetzt weiß ich nicht, war es der Baum oder war es der Baumstumpf? Ich glaube, der Baumstumpf war es, ne? Ja, weil hier in der Gegend gibt es ja ziemlich viele von diesen Krogs. Wir haben alle gefunden, aber den haben wir übersehen. Scheint ein Spezialist zu sein, der Typ. Oder wir waren einfach blind. Hier ist halt der andere. Aber ja, den kann ich auch irgendwann mal reinschneiden. Ich will jetzt nicht so weit zurückreiten. Epona? Ach da, du chillst mal wieder. Genieß die Aussicht, was? Oder hast du auf Schloss Hyrule geguckt? Sei nicht Depri. Ich krieg das schon hin. Es dauert halt. Aber wir schaffen das schon. Ich kann verstehen, dass sie trauert. Sich bestimmt auch Sorgen um Zelda macht. Um das ganze Land. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Das wäre ein großer, großer Fehler. Okay, ja, ich bin in der richtigen Richtung, würde ich sagen. Hier diese Anhöhe, die kennen wir bereits. Da haben wir zwei Krogs gefunden, das kann ich ignorieren. So, zack. Oh, übrigens, wo wir da gerade so krass am Reiten sind, kann ich einen Trick offenbaren, den ich schon seit längerem weiß. Man kann Epona füttern mit einer Spurtkarotte. Und dann, passt auf, was passiert. Epona? Was zum Teufel? Ah, jetzt. Sie isst das. Und dann... Oh, scheiße. Ich Vollidiot. Ich hab's verwechselt. Mit der anderen. Oh, Entschuldigung. Fit-Karotte, die habe ich gemeint, glaube ich. Komm, ess sie. Genau. Na, gönn dir. Okay. Bei der einen Karotte passiert nichts, aber bei der anderen... Zack! Viel mehr Ausdauer. Allerdings nur temporär.
Wollte ich nur kurz gezeigt haben, damit ihr Bescheid wisst, Leute. Ziemlich nice Sache. Ninox! Was machst du hier, ey? Was hat denn der für ein krasses Schwert da? Königszweihänder? Krass! Dann greife ich auch mit einem an. Den nehme ich dir ab. Direkt hier. Ein Hinox. Oh, heilen. Ganz wichtig. Ich bin stark angeschlagen. Ja, komm. Mit Bonusherzen. Why not? Leise, leise, leise. So, du kleiner Drecksack. Jetzt kriegst du die volle Ladung! Yes! Das muss so übelst wehtun! Und zack! Ja, fast schon tot, der Gute. Aber er hat zweimal einen Beinschutz. Und ich kann da jetzt leider auch gegen nichts machen, oder? Moment. Mit Feuerpfeilen wird es nicht funktionieren wegen dem Regen, glaube ich. Aber mit dem Feuergroßschwert sollte es eigentlich hinhauen! Daruks Schirm schützt mich, wenn es drauf ankommt. Aber ist gar kein Bedarf. Ne, irgendwie funktioniert es nicht mit dem Feuergroßschwert. Aber er wird trotzdem sterben. So. Schwänzchen abgebrannt. Und KO. Schön abgeschlachtet. So, und das ist schon das Schwert, das wir kennen, ne? Ja, aber ein geboostetes. Warte. Knochenmobkeule weg. Schwupps. Ah, okay. Das hat höhere Haltbarkeit. Und noch ein Königsschwert. Ein Königsbogen. Königsschwerter muss ich mitnehmen. Ihr wisst, ich bin davon Fanboy. Das hier hat Weitwurfsbonus. Und das, was da liegt, was hat das? Haltbarkeit. Aber vielleicht nehme ich sogar beide mit. Weil der Mondsäbel ist jetzt nicht wirklich wichtig, ne? Wir haben noch anderen Trash. Selbst mit so vielen Slots kann ich mich einfach nie entscheiden. Das ist so brutal. Ja, komm, ein Königsschwert reicht. Schweren Herzens lasse ich es liegen. Aber es ist halt auch eins der besten Schwerter, muss man sagen. Muss man einfach sagen. Ey, Bruder, du wartest hier. Ich guck mir kurz die Insel an, okay? Exe. Ja, verdammt. Was Crocs angeht. Ja, könnten höchstens welche hier sein, ne? Aber ich sehe nichts Auffälliges. Nee. Nur diesen Knecht hier. Okay. Oh, aber diese Insel da. Die wir ja ohnehin erkunden wollen. Die sieht sehr, sehr auffällig aus. Ein einzelner Baum auf einer Insel. Muss doch was verbergen. Ein bisschen muss ich allerdings schwimmen. Ja, gut. 5 Meter. Das kriegst du hin. Auch ohne Mifas Gewand. Aber warum ist das ein Geisterbaum? Macht mir voll Angst. Ein Kroggy. Was? Doch nicht? Okay. Lasst mich in Ruhe. Warum ist hier eigentlich ein Lagerfeuer? Das ist so ein Geier. Wie heißt die Insel eigentlich? Makoro-Insel, das sagt mir was. War das nicht... War das nicht ein Croc aus The Wind Waker? Ein übelst wichtiger? Ach nee, der hieß Makorus. Aber trotzdem, vielleicht gab es ja auch einen, der hieß Makoro. I don't know. Aber irgendwas ist seltsam an dieser Insel. Ein Haufen Skelette? Ein Geisterbaum? Ein Lagerfeuer? Aber sonst nichts?
Nicht mal ein Seerosenkreis? Warte mal. Vielleicht passiert ja was bei Nacht. Wir brauchen sowieso die Nacht wegen dem Stahlhinox. Das könnte sein, ne? Nee. Es gibt einen Haufen Monster. Aber sonst... Alter, lass mich in Ruhe. Auf dem Baum oben ist auch nichts, oder? Vielleicht Feenstaub? Nö. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier gar nichts ist, aber ihr seht es ja, ich finde nichts. Ihr könnt mir gerne helfen und es in die Kommentare posten. Oder was ist, wenn ich darüber jumpe eigentlich? Werde ich dann zurückgesetzt vom Spiel? Weil ich versuche ja jetzt in die verlorenen Wälder einzudringen. Ich denke nicht, dass das so einfach geht. Ja, kaum sage ich's. Nee, Leute, dann ist das für mich erstmal erledigt. Ganz, ganz komischer Ort. Schreibt mir, ob ihr was gefunden habt. Ich porte mich zurück zum Stall von Maritta. Werde Epona dorthin pfeifen. Und dann sehen wir uns ganz bald, in wenigen Sekunden, wieder hier beim Stahlhinox. So, da ist er schon am Start. Ich jetzt auch. Los geht's. Ich nehme mal Bombenpfeile, solange es noch möglich ist. Gleich wird es regnen. Sollte also so schnell wie möglich damit zuschlagen. Volltreffer. Und zack. Das heißt nochmal schön ins Auge, damit ich das weghauen kann mit meinem Königszweihänder. Du kannst dir das Werfen mit dem Baumstamm sparen. Oh ja, der war gut, der Treffer. Der war sehr gut. Der hat wieder coole Waffen. Eine Elektrolanze, wenn ich richtig gesehen habe. Werde ich mich gleich drum kümmern. Schnell weg, 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 weg. Okay, das war ein bisschen too much. Ist halt das Problem mit dem Königszweihänder. Brauchst du immer ewig, bis du dich wieder bewegen kannst. Nur ein Treffer gegen das Auge, das ist ein bisschen wenig. Aber ich versuche ihn gleich nochmal effektiv zu treffen. Ja, jetzt wird es schwieriger. Er wackelt ekelhaft hin und her, trotzdem erwischt. Und jetzt kassiert das Auge. Aber so richtig. Komm schon, Link. Mach es fertig. Oh yes. Nein, 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 das war nicht gut, das war nicht gut. Was hat er? Was? Eigentlich war das, ein Treffer. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Wie ekelhaft er hin und her gewackelt hat. Damit ist jetzt Schluss, Alter. Du bleibst liegen. Für immer. Und schon wieder 1000 Waffen, mit denen ich mich abgeben muss. So, was nehme ich denn damit? Ein normales Königsschwert ist... Nee, ist nicht normal. Es glitzert auch. Ist aber even. Es hat somit keinen Stärkebonus. Ich guck trotzdem mal, was da steht. Da, 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 da. Weitwurf. Nö, danke. Dann nehme ich lieber das. Mit mehr Haltbarkeit. Großer Bumerang ist mir vollkommen egal. Aber die Elektrolanze, die ist doch ganz geil. Ich glaube, ich habe zwar eine, oder? Ja, 22. Oh, kann mal einer den scheiß Bumerang da weghauen? Der stört nur! Mann, der Bumerang triggert mich gerade extrem, weil er genau auf der Lanze liegt. So, dabei will ich mir die angucken. Die hat Todesstoßbonus. Die andere war normal, ne? Oder? Ist egal. Ich nehme einfach die mit. Jojo. Ist ja immerhin auch eine ganz frische. Wir haben zwar die Elektrolanze jetzt noch nie so wirklich benutzt. Immer nur, wenn es halt mal nötig war, ne? Aber, ja. Jetzt nochmal eine voll aufgeladene. Okay. Und mitten im Regen und in der Nacht werden wir nun versuchen, diesen Junuglo-Berg raufzukommen. Das kann weg. Das kommt hin und go.
Gefällt mir halt leider gar nicht, dass ich jetzt wegen dem Nebel wieder überhaupt nichts sehe. Aber naja. Lässt sich halt nicht ändern. Bei Nacht spielt wenigstens eine schöne Mucke. Ist euch das schon mal aufgefallen? Bei Nacht spielt nämlich tatsächlich das typische Hyrule Field Theme. Nur bei Nacht und nur wenn man reitet. Es wird kälter. Ah, scheiße, kaum sag ich's. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich muss auf jeden Fall mal eine heiße Waffe ausrüsten. Oder halt ein Bild von Zelda. Das wäre auch heiß. Ja, Link? Erinnere dich doch einfach nochmal an diese eine Szene, die wir vor ein paar Parts hatten. Eldrad-Schild da hinten. Und da ist, glaube ich, ein Stall oder sowas. Aber wir wollen ja noch nicht zu diesem Eisgebiet. Ipona kommt tatsächlich bis ganz nach oben. Das ist cool. Warte hier mal kurz. Wundert mich, dass sie nicht friert. Aber okay, es ist ja auch ein Tier. Ein Pferd. Die kann sich dagegen wehren. Und, ja, jetzt reicht eine einzelne Feuerwaffe nicht mehr aus. Ich hab's schon gesehen. Weil da kurz so Schnee aufgeploppt ist. Jetzt brauchen wir zusätzlich noch das Winterwams. Also hier oben herrscht tatsächlich extreme Kälte. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, was sehe ich da? Was sehe ich da? Bitte ein Krog, bitte. Yes! Wundervoll. Okay. Wollte eigentlich nur hier hin, um mich nochmal gründlich umzuschauen. Und nochmal zu gucken, was es ist. Warte. Ist das wirklich ein Stall? Nein, das ist ein Schrein, oder? Ich glaube, es ist ein Schrein. Und da sind zwei Türme. Habe ich die beide markiert? Nein, habe ich nicht. Dann hole ich das doch mal nach. So. Turm. Schrein. Perfekt. Schon mal für später vorgesorgt. Ja gut, eine auffällige Stelle sehe ich halt jetzt leider nicht. Hätte halt sein können, dass vielleicht irgendwo noch so ein typisches Felsenschieberätsel ist oder so. Aber kann auch noch kommen. Ihr seht, es wird wieder rauer. Ipona, ich glaube, ich lasse dich mal da. Weil das ist echt kein Gebiet für ein Pferd. Da ist Endstation für sie. Und wir arbeiten uns mal nach vorne. Zu diesem Bereich hier. Weil das ist auf jeden Fall noch was ganz Besonderes. Da vermute ich einen Schrein oder sonst irgendwas Wichtiges. Sonst wäre es nicht so auffällig auf der Karte markiert. Okay, auf der anderen Seite waren wir gerade auf einer Insel, wo wir auch nichts gefunden haben. Von daher... Ich weiß nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Welchen Weg soll ich einschlagen? Über die Berge oder hier entlang? Wahrscheinlich werde ich beide Wege gehen müssen. Ach, da ist auch ein Pfad, der zum Schneegebiet führt. Okay. Oh, was die hier wieder hätten verstecken können. Und wahrscheinlich auch haben. Leute! Warum? Und dann auch noch ein Weißer. Ich will's wissen, komm. Wir fighten, Alter. Wäre es jetzt kein Weißer gewesen, dann hätte ich ihn mit einem antiken Pfeil besiegt. Aber ein Weißer, der lohnt sich.
So, ich brauche Verteidigungsboost. Und... Oh, kaum zücke ich den Bogen, schon rastet er aus. Und Elektropfeile. Oh, ausgewichen. Okay, aber der macht auch diese billige Attacke, der man leicht ausweichen kann. Soll er ruhig machen. Scheiße. Aber da bin ich jetzt leider voll reingerannt, ne? Boah, was mache ich denn? Wieso verkacke ich eigentlich immer den Start gegen diese Drecksviecher? Ist immer dasselbe, ne? Ja, flieg doch! Ach, warte, wechseln? Als Attacke! Boah, das Face! Das Face! Richtig geil! Okay, immer wenn es geht auf den Zweihänder wechseln, ansonsten Königsschwert. Okay, Schutz. Gut, dass da auch Schirm aufgeladen ist. Das brauche ich jetzt. Und mehr Leben bräuchte ich auch. Wenn es geht. Ham, nam, 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 nam. Was? Ich bin doch gesprungen! Scheiße! Als ob sich jetzt die Wölfe mit einmischen wollen. Verzieht euch! Ah, die sind verbrannt! Opfer! Aber ich habe auch ein Problem. Kein Darox-Schirm mehr. Der Typ hat mich immer im richtigen Moment angegriffen und hat erst ein Viertel seiner Leben verloren. Oh, das war wichtig, das war wichtig. Hätte sonst ordentlich gekracht und jetzt gibt's auf den Hintern! So, du willst es nicht anders. Komm, stun ihn, Alter. Stun ihn doch mal. Link! Funktioniert das gegen die nicht mehr? Ist mir auch schon beim letzten Kampf aufgefallen, dass es nie funktioniert hat. Bin ich einfach zu schlecht? Ich will es mal nicht ausschließen. Oh, okay, ich bin zu schlecht. Alles klar. Zack, 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 zack. Und aufsteigen, aufsteigen. Ja, zu spät. Wo bist du? Ja! In your face! Treffer! Ich ramm dir das in die Rippen rein! Ja. Was macht er denn jetzt? Alles klar, erstmal so eine Aura erschaffen. Kaioken eingesetzt. Und irgendeine Rage-Attacke. Oh shit! Ja, fuck, jetzt rastet er komplett aus. Genau! Ist klar. Oh mein Gott. Aber jetzt ist eine Möglichkeit, ihn zu stunnen. Nein. Oder jetzt wieder. Pass auf, pass auf, pass auf. Schön. Das ist eigentlich der Fehler, den er macht. Bei diesen zwei Moves kann man ihn einfach stunnen und dann ordentlich draufzimmern. Das ist ganz wichtig. Ja, 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 ja. Also damit kriegt man einen kleinen. Wechseln. Das ist auf jeden Fall der Schlüssel gegen die weißen Leunen, die zweitstärksten. Oh, nimm doch dein scheiß Schild, Link! Das kann doch nicht sein! Oh, hör auf damit. Schade. Ja, komm, 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 komm. Wieso hast du dich jetzt geduckt? Du... Dieser Moment, wenn er springen soll und sich duckt. Ja, genau so. So will ich das sehen, Link. Und jetzt klatsche ich ihn in den Sack.
hast ihn doch gleich. Diese Attacke kann man, glaube ich, nicht abbrechen. Scheiße. Okay, das Schild interessiert ihn anscheinend überhaupt nicht. Darf ich auch mal wieder aufstehen? Alter. Oh no. Oh no. Fuck! Gib's ihm! Er ist doch gleich tot! Komm, ein, zwei Pfeile noch! No! Okay, es ist doch noch ein bisschen mehr. Shit, der Schild ist kaputt! Was willst du eigentlich, ey? Scheiße, kleiner Wahnsinniger. Verdammt! Ich konnte das nicht richtig ausnutzen. Aber jetzt bist du gleich tot. Jetzt bist du gleich tot. Ich verspreche es dir. Warum hat das dieser Angriff nicht funktioniert? Vernicht ihn! Du hast noch ein Viertelherz, by the way, Link. Ich wollte es dir nur mal sagen, so am Rande. Aber so muss ein epischer Fight sein. Am Rande der Existenz. Ja, die sind schon schwierig, die Weißen. Und ich bin sehr gespannt, was der Silberne drauf hat. Aber der kann gerne noch ein bisschen auf sich warten lassen. Oh yes, neue Waffe. Geil. Der Fight hat sich also gelohnt. Eine Chimärenlanze ist das. Wohl auf jeden Fall eine der stärksten Lanzen im Spiel. 30er Stärke und ansonsten, ja. Eine der Lieblingswaffen von weißen Leunen, der abartig schwere Axtkopf an der Spitze verleiht ihr ein verheerendes Zerstörungspotenzial. Ich werde dafür auf jeden Fall noch Platz schaffen. Heute war es ja schon fast ein Boss-Run mit drei verschiedenen Bossen. Krass, hatten wir auch noch nie. Und, hey, was ist das denn? Was ist das denn? Sieht verdammt episch aus. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr demnach bald.